Hubert und Staller, Puppenmord. Im Vorraum steht Lenas Bürostuhl auf dem Schreibtisch. Hey, was ist da los? Haben wir einen Umzug? Die Putzfrau war doch da. Was denn für eine Putzfrau? Die vom Gewitz. Das ist nur wegen dem Interview und der Fotostrecke im Stadtkurier. Bei uns auch. Staller geht. Wo ist denn der Gewitz? Kommt halt später, seine Frau ist krank. Staller kommt ins Dienstzimmer. Hubert im Gang. Haben Sie was bei uns auch drin? Ist's noch. Macht, glaube ich, gerade Pause. Neben Eimern sitzt eine Frau im Kittel mit dem Rücken zu Staller auf Huberts Stuhl. Staller dreht den Stuhl. Das Kinn der reglosen Frau ruht auf ihrer Brust. Große Pause. Eine Tasse mit Teebeutel baumelt an ihren Fingern. Tee tropft auf den Boden. Im Dienstzimmer untersucht Fuchs die Tote. Staller sitzt vor einem Korb mit Putzmitteln. Ob sie vielleicht einen Desinfizierer oder einen Chlorreiniger für hernach? Was, wieso? Ja, wenn die da drauf sitzt, weißt du, was die ausdünstet, das Leichengifte? Ja, das sitzt ja fest. In deinem Hirn hat sie ja ein bisschen was festgesetzt. Ja, sie kann mich ja irren, aber ich denke, diese Dame hier ist vergiftet worden. Vergiftet? Bei uns im Revier? Mhm. Ja, Putzfrau. Hubert zeigt die Tasse. Tee vielleicht? Ja, also Tee würde ich auf gar keinen Fall mehr trinken. Ja, ich trinke auch keinen Tee, der Hansi trinkt Tee. Ja, am Fenchel. Ja, den kennst du, glaube ich, kaum. Ich würde sowieso alle Tierbeutel einsammeln fürs Labor. Nur für den Fall. Was für ein Fall? Im Fuhrraum hantiert Riedel am Faxgerät. Lena hält ein rosa Smartphone und sieht aufs Display. Mann, warum geht es nicht aus? Ohne hinzuschauen, lockert Lena die Tonerkartusche. Haben wir doch noch eine. Ah, das habe ich vergessen dir zu sagen. Du sollst bitte neue besorgen. Aber nur die Originalen, du kennst ja den Gerwitz. Okay. Riedel zieht die Kartusche heraus und geht. Die Ermittler kommen zu Lena. Ah, Hupsi, ich habe zwei aktuelle Nachrichten auf Kerstin Wirms Handy gefunden. Einmal eine Bestätigungs-SMS für eine Tischreservierung für zwei Personen im Café Seeblick. Für wann? Für vor 5 Minuten. Und eine Lotte Sommer hat versucht, sie zu erreichen. Ja, da ist wahrscheinlich die Sommer die Verabredung. Ruf sie an. Todesnachricht per Telefon. Ja, oder schicke E-Mail. In seiner Werkstatt sitzt Yazid neben Riedel. Freilich kannst du den Originalton nehmen, der kostet 70 Euro. Ich gebe dir die Riefelkassetten im Zweierbundle für, Achtung, 80 Euro. 10 Euro mehr für die doppelte Anzahl bedruckter Seiten. Ich glaube, der Gewitz will lieber das Original haben. Ja, weil der Gewitz die Vorzüge eines deutschen Markenprodukts nicht kennt. Hochwertiger Toner, eingefüllt in die Originalkartuschen des Herstellers, zu einem Preis, dem nicht mal der Gewitz widerstehen kann. Und weißt du, was das Beste ist? Na? Für Unentschlossene wie dich packe ich noch was oben drauf. Ich habe hier. Er steht auf. Ein Ventilationswasserspritzkombinationsgerät, der sogenannte Ventivix 2000. Das Gerät bläst einen Sprühnebel auf Riedel. Der schließt die Augen. Sie ist ja total erfrischend. Glücklich und frisch durch den Tag, dank dem Ventivix 2000. Riedel lächelt verzückt. Die Ermittler auf der Terrasse vom Café Seeblick. Also, Hansi, sieht da keine Lotte Sommer. Sag mal, das war doch mal ein Altersheim. Das ist ja praktisch, da kann man gleich Seebestattung machen. Mit dem Rücken zu Hubert und Staller sitzt Gerwitz in Zivil und mit Sonnenbrille auf einem Gartensofa. Guten Morgen. Was machen Sie da? Das könnte ich Sie auch fragen. Also, wir sind im Dienst. Ach. Ist die Frau Gerwitz wieder gesund? Nein. Die ist beim Arzt. Kannst du mir mal erklären, was Sie hier machen? Ich meine, für eine Frühstückspause ist es noch ein bisschen früh, oder? Ich würde sagen, Cappuccino nehmen und Schokocroissant. Zwei Eier im Glas, bitte. Voll Teufel. Moment, ich kann mich nicht erinnern, Sie eingeladen zu haben. Ach so, erwarten Sie sonst noch irgendwen? Ja. Wahrscheinlich Ihre Frau. Das geht Sie gar nichts an. Haben Sie zufällig die Frau Sommer gesehen? Kenn ich nicht. Das ist eine gute Bekannte von der Frau Wilms. Frau Wilms, die bei uns putzt. Hubert wiegt den Kopf. Im Vorraum hält Riedel einen Zettel und eine Kartusche. Schuden vor Gebrüg. Ich dachte, das ist ein deutsches Markenprodukt. Sag das nicht dem Gerwitz. Riedel legt den Zettel weg. Ich hole mir noch einen Kaffee. Willst du auch einen? Ja, danke. Sie geht. Riedel schüttelt die Kartusche mit beiden Händen. Eine graue Wolke steigt aus der Kartusche auf und hüllt Riedel ein. Als sie verschwunden ist, starrt Riedel panisch auf den grauen Tonerstaub am Boden. Er kniet sich hin und wischt mit einem Schwamm darüber. Lena kommt zurück. Was ist denn hier los? Warum kaufst du noch so einen Schrott? Ja, weil es das dazu gab. Er nimmt den Ventivix. Also
die Patrone, die würde ich umtauschen gehen. Auf der Terrasse des Cafés. Ja, vergiftet mit ihrem eigenen Tee. Bevor oder nachdem das Revier geputzt hat? Ich glaube, das war eher zum Ende hin. Ja, Gott sei Dank. Meine, in Bezug auf das Fotoshooting nicht. Wieso treffen Sie sich da überhaupt mit Ihrer Putzfrau? Nicht ich mit ihr, sie mit mir. Sie wollte meinen polizeilichen Rat, nicht? Was für ein Rat? Ja, das weiß ich nicht, deswegen wollten wir uns ja treffen. Herr Kiewitz, was macht beim Revier? Sie wollte Diskretion, deswegen bin ich ja auch zivil hier, nicht? Außerdem hatte sie vorher noch einen Putzjob. Ja, also wir müssten jetzt zu der Frau Sommer. Ja, gut, dann fahre ich mit. Wir müssen aber noch vorher bei mir zu Hause vorbei. Ich muss mich umziehen. Kann ich zahlen, bitte? Oh, das ist schlecht. Das ist ein Riesenumweg für uns. Warum? Verdunklungsgefahr. Was denn für eine Verdunklungsgefahr? So, das macht dann 59,85, bitte. Was? Das Buffet kostet 19,95, inklusive Getränke. Genau, dreimal. Nee, das ist ein Irrtum. Die haben nicht mit mir, die haben vielleicht von mir. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Das kommt da an. Ja gut, gehen Sie schon mal zum Wagen. Ich kläre das hier. Kommen Sie. Er geht mit der Bedienung. Wir sollen jetzt da warten, bis der Geizhals das mit dem Geschäftsführer geklärt hat. Nein, von warten hat er gar nichts gesagt. In seiner Werkstatt Yassid am Telefon. Das schaue ich mir sehr gerne an. Ja, dann bis gleich. Drill, jetzt ist gerade ganz schlecht. Ich muss zu einem insolventen Gutshof. Der Besitzer möchte sein Inventar verflüssigen, bevor die Zwangsräumung kommt, wenn du weißt, was ich meine. Der Toner ist Schrott, von wegen deutscher Markenqualität. Der ganze Fußboden ist voller Tinte. Das ist kein Tinte, das ist Toner, darum heißt es ja auch Toner. Ich will mein Geld zurück. Was? Ich will mein Geld zurück. Hast du einen Kassenbon? War ein Scherz. Wenn du eine begründete Reklamation hast, kriegst du natürlich dein Geld zurück. Hast du den Boden schon sauber gemacht? Ja, wie denn? Mit dem Proctor 3000. Kraftvoll, sauber und leicht zu bedienen. Macht in der Tagesmiete 110 Euro plus Spezialreiniger 20,95. Machen wir, glaub, 20. Verrechnet es mit den Kassetten, kriege ich von dir 59er. Deal. Er hält eine Poliermaschine. Deal. In einem Garten stehen die Ermittler bei einer Frau. Sie schwingt einen Golfschläger. Kerstin Wilms vergiftet. Wer ist denn zu so etwas imstande? Warum haben Sie eigentlich heute bei ihr angerufen? Ja, sie war ja schon über eine Stunde überfällig. Außerdem wollte ich Sie fragen, ob Sie noch schnell die Praxis meines Mannes durchwischen könnte. Dr. Sommer, was ist das für ein Arzt? Rechtsanwalt. Können Sie sich denn vorstellen, wer die Frau Wilms nicht so gemocht hat? Also, wenn Sie mich so fragen, mit dem Nils Igelhaut ist sie wohl öfters mal aneinander gerasselt. Die Kerstin hat für dessen Großtante geputzt. Wie hat das ausgeschaut, das Aneinanderrasseln? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Kerstin nach dem Tod von der Großtante vom Igelhaut entlassen worden ist. Die hat gerne mal was erzählt über ihre Kundschaft, oder? Na, war schon eine rechte Tratschen. Über jeden hat die was gewusst. Über Sie auch? Über mich? Ich bitte Sie, was gibt's denn über mich zu erzählen? Nein, da gab's ganz andere. Dieses Marionettenbürscherl zum Beispiel, ein unheimlicher Kerl, wohnt noch daheim und spricht den ganzen Tag mit seinen Puppen. Kerstin hat er gemeint, der hat bestimmt noch nie eine Frau nackert gesehen, so wie er sie immer angestarrt hat beim Putzen. Er hat sie nackt putzt. Oder dieser Polizist, der hat einen dermaßenen Drachen zu Hause, hat's gesagt, der steht komplett unterm Pantoffel, der arme Kerl. Kerstin hat er gemeint, der etwas Besseres verdient. Kiewitz. Ah, ein Kollege von Ihnen. Nein. Im Streifenwagen. Also irgendwie war das komisch mit dem Kiewitz. Was war denn das für eine Geheimnistuerei? Du, wer weiß, vielleicht hat er wirklich ein Verhältnis mit der Putzfrau gehabt. Ja, für was braucht der überhaupt eine Putzfrau? Wenn der hat doch eine Frau, die kann doch auch mal putzen. Es gibt auch Pfarrer, die können kochen und haben trotzdem eine eigene Köchin. In der Rechtsmedizin dreht sich Fuchs zu den Beamten. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Das Opfer wurde mit Hilfe eines Teebeutels vergiftet. Ja, wahrscheinlich Fencheltee. Nein, Aconitin. Das ist ein pflanzliches Gift. Fencheltee auch. Es wird aber aus den Blättern des blauen Eisenhutes gewonnen. Und ist übrigens um einiges effektiver als Strychnin. Und wie bringt man das Gift dann raus aus dem Eisenhut? Mit einer handelsüblichen Zitronenpresse, Hans. Das können Sie genauso angerührt beschaffen wie jedes andere Gift auch. Jedenfalls waren nur die Teebeutel kontaminiert, die sie von zu Hause mitgebracht hat. Also hat sie die vergifteten Beutel quasi von daheim mitgebracht? Die sind aber noch gut, oder? Ja, ich setze gleich Wasser auf, Hans. Staller hält ein Beweismitteltütchen. Im Vorraum bewegt Riedel die Maschine über den Tonerfleck am Boden. Dann streicht er mit dem Finger über den größer gewordenen Fleck und schüttelt den Kopf. Das gibt's doch nicht. Lena kommt. Ach, ey.
Ja, und jetzt? Ja, das würde ich jetzt auch reklamieren. Entschlossen packt Riedel die Griffe der Maschine. Jetzt noch einmal, komm, komm. Sie stößt gegen einen Aktenschrank. Zügig steigen Hubert und Staller eine überdachte Außentreppe zum ersten Stock eines Mehrfamilienhauses hinauf. Die Wohnungstür steht einen Spalt offen. Auf Tür und Rahmen klebt ein zerrissener Papierstreifen. Darauf steht Verschlusssiegel. Staller zieht seine Waffe und geht nach drinnen. Hubert folgt ihm. Mit der Waffe im Anschlag geht Staller durch einen Flur in eine Wohnküche. Die Türen einiger Hängeschränke und die Schubladen eines Sideboards sind geöffnet. Auf dem Küchentisch verstreute Papiere und eine Vase mit Blume. Staller lässt die Waffe sinken. Hubert kommt herein. Er sieht sich um. Die hat echt Glück gehabt, dass vergiftet worden ist. Ja, bereits den ganzen Verhauen immer aufräumen. Hubert dreht sich ruckartig zum Flur. Er deutet zum Kollegen. Mit aufgerissenen Augen hebt Staller seine Waffe. Hubert packt ein grünes Fotoalbum. Er presst sich rücklings an die Wand neben der Küchentür. Langsam geht jemand mit vorgehaltener Pistole über den Flur Richtung Küche. Die Hand mit der Waffe erscheint in der Küchentür. Hubert zieht darauf, dann schlägt er mit dem Album zu. Pfeffer, Hans! Sein Mund steht offen. Herr Kibitz. Im Vorraum. Warum hast du den nicht weggesaugt? Ich sollte es doch mit dem Pogda 3000 machen. Ja, aber vorher hättest du ihn doch wegsaugen müssen. Hä? Jetzt hast du mit der Hitze da in den Fußboden hinein fixiert. Hast du denn keine Versicherung? Keine Haftung bei unsachgemäßer Nutzung, steht im Mietvertrag. Der Kibitz bringt mich um. Und jetzt? Hab ich eine Idee. Riedel und Yazid heben Lenas Schreibtisch hoch und stellen ihn über den Fleck. Wie soll ich denn so arbeiten? Jetzt bleibt er nicht für immer so. Mein Lieferant für Reinigungsbedarf hat da sicher eine Lösung parat. Er schiebt einen Rollcontainer auf den Fleck und platziert einen Papierkorb daneben. So, wie neu. In der Wohnküche. So brutal, wirklich. Es war keine Absicht. Ich hab nicht gewusst, dass Sie das sind. Im Café habe ich gesagt, Sie sollen auf mich warten. Na, Sie haben gesagt, wir sollen zum Auto gehen. Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass Sie wegfahren sollen. Oder kommen Sie jetzt nicht mit Ihrer Verdunklungstheorie, nicht? Oder hat diese Frau Sommer irgendein Motiv? Ja, da würde ich mir jetzt nicht zu festlegen. Warum schauen Sie mich dabei so an? Ja, das ist schon merkwürdig, dass Sie gleich als erstes schnurstracks da die Wohnung von der Kerstin Wilms ansteuern. Vergessen? Ich war mit ihr verabredet. Ne? Ja, eben. Vielleicht hat die einen Freund, einen Bekannten, dem das gar nicht gefallen hat. Und Sie, die Frau Wilms ist geschieden und nicht liiert. Noch nicht. Wie Sie meinen, Sie und ich? Ja, Sie sind ja ein hübscher Kerl. Staller, Vorsicht. Ich weiß, was für ein Waschweib Sie sind. Wenn hier irgendwelche Gerüchte in Umlauf gesetzt werden, nicht? Der Chef, in seiner Nase stecken blutige Taschentuchpfropfen, wedelt mit dem Zeigefinger. Im Dienstzimmer. Gefolgt von Staller kommt Hubert herein und legt Aktenordner auf den Tisch des Kollegen. Beide ziehen ihre Dienstjacken aus. Jetzt hätten wir aber echt warten können. Er hat nicht gesagt, dass wir warten sollen. Er setzt sich auf seinen Stuhl. Ah, mutig. Was? Tote Putzfrau? Hubert springt auf und schiebt seinen Stuhl zur Tür an Lena vorbei, die mit Papieren in der Hand hereinkommt. Sie sieht zu Staller und deutet fragend mit dem Daumen Richtung Hubert. Der rollt den Stuhl in Girwitz' Büro und tauscht ihn gegen den des Chefs aus. Im Dienstzimmer. Er hat das Amtsgericht mir gerade angerufen. Die bitten um Unterstützung für einen ihrer Gerichtsvollzieher. Es geht um eine Zwangsräumung. Ja, da soll sich der Riedel drum kümmern. Ja, der Riedel ist ein super Zwangsräumer. Sag mal, du hast jetzt nicht echt dem Girwitz den Stuhl geklaut. Logisch, seine Putzfrau ist ein Stuhl. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr das macht mit der Zwangsräumung. Weil der Besitzer vom Gutshof Igelhaut, der hat den Gerichtsvollzieher mit einer Mistgabel vom Hof gejagt. Das muss sowieso so ein aggressiver Typ sein. Ja, vielleicht sollte man den einmal überprüfen, den Igelhaut. Hier sind die Arbeitgeberlisten von der Wilms. Ah, und das sind die Akten von der Wilms. Er reicht ihr den Stapelordner. Lena legt den Kopf schief, presst die Lippen zusammen und zieht die Brauen hoch. Dann geht sie. Der Streifenwagen fährt an einem Zaun entlang. Dahinter stehen kahle Obstbäume. Das Auto biegt in die Einfahrt des Gutshofs und hält. Die Polizisten steigen aus. Ich bin einmal haarscharf an der Zwangsräumung vorbeigeschraubt. Das wäre bei deiner Wohnung vielleicht kein Nachteil gewesen. Auf einem Balkon? Ja, aber warum die Puppen? Ja, weil die in der Truhe waren. Herrgott, noch mal! Jetzt komm mir nicht so. Hallo, servus. Was wollen Sie denn hier? Sind's wegen dem Köhler hier, dem Gerichtsvollzieher? Ja, auch. Wie, auch?
Kerstin Wilms ist Ihnen bekannt? Ja. Hat bis zum Tod meiner Großtante das Haupt aus ihr geputzt. Warum wollen Sie das wissen? Was ist mit der Kerstin? Ja, also, ehrlich gesagt, nicht mehr viel. Ja, vergiftet. Was? Oh Gott. Was weißt du Gott? Sie haben es doch selber rausgeschmissen. Wir mussten die Kerstin kündigen. Eine Putzfrau ist das Letzte, was wir uns im Moment leisten können. Aber da hat es doch vorher einen Streit gegeben, oder? Wie kommst du jetzt darauf? Ja, die Frau Sommer sagt es aus. Die Lotte Sommer, dieses Tratschweib. Das ist genauso ein Ratschkattel wie die Kerstin. Also Tratsch im Treppenhaus, das war der Kündigungsgrund. Die Kerstin hat überall herum erzählt, dass sie den Hof heruntergewirtschaftet hätte. Genau. Ja, also sonderlich gepflegt. Ansichtssache, ne? Da wollen Sie mir jetzt aber kein Motiv draus machen. Ich meine, wer hätte sonst einen Grund gehabt, die Frau Wilms zu vergiften? Ja, jeder. Jeder, bei dem die putzt hat. Über jeden hat die Bescheid gewusst. Und über jeden hat die hinterm Rücken gelästert. Also mich würde nicht wundern, wenn Sie da Ihren Mörder finden. Hubert nickt. Gut. Danke. Bitte. Wiederschauen. Wiederschauen. Nils Igelhaut, er ist Anfang 30, sieht zu seiner Frau. Im Streifenwagen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, die Igelhaut hat recht. Und die Putzfrau hat irgendwas über den Kunden gewusst, was sie besser nicht hätte wissen sollen. Ja, aber was? Und von wem? Wer steht denn da alles auf der Liste? Raimund Kirwitz, Andreas und Lotte Sommer, Justus Fröhlich. Der Kirwitz kommt. Schnell setzt sich Lena vor ihren Monitor. Riedel nimmt einen Taschenrechner und tippt darauf. Was ist denn hier los? Ich dachte, Frau Wilms hat das Revier auf Vordermann gebracht. Hat sie doch. Ja, warum steht der Schreibtisch dann da und nicht da? Besseres Licht. Was? Feng Shui. Der Schreibtisch kommt wieder zurück. Hm? Wo sind Hubert und Stallach? Die wollte ich gerade anrufen. Ja, dann machen Sie das. Ja. Sie greift zum Hörer. Ein Pflaster klebt auf dem Nasenrücken des Chefs. Genau, was gibt's? Sind im Auto. Du, ich habe in Kerstin Wilms Unterlagen ein Schreiben vom Anwalt gefunden. Sie hatte einen Termin zur Testamentseröffnung von Käthe Igelhaut. Ah, hätte was erben sollen. Wann war die Testamentseröffnung? Vor 2 Tagen. Und jetzt rate mal, wie der Anwalt heißt. Andreas Sommer? Nee. Gerwitz packt den Hörer. Jetzt raten Sie mal, wer hier dran ist. Hubert nimmt das Handy vom Ohr. Hören Sie zu. Gerwitz. Diesmal werden Sie nicht alleine zum Anwalt fahren. Nicht, Sie warten auf mich, ist das klar? Hubert? Hubert? Gerwitz legt den Hörer weg und zeigt auf Lena. Wie heißt der Anwalt? Sommer. Sehr witzig. Sie reicht dem Chef ein Blatt. Nicht zu fassen. Ja gut, sagen Sie Hubert, er soll da auf mich warten. Klar? Und der Schreibtisch kommt wieder zurück. Er verlässt das Revier. Lena nimmt den Hörer. Hubert? Lena, ist er weg? Ja, er wartet beim Anwalt auf euch. Ja, wir sollen ein bisschen warten. Ciao. Ciao. Auf einer Terrasse hinter einem Wohnhaus bemalt ein Mann mit Stirnglatze einen Puppenkopf. Neben ihm am Tisch sitzt reglos eine alte Frau. Hubert und Staller kommen. Ist gut. Der Mann ist Anfang 50. Er trägt eine Lupenbrille, die alte Frau eine Kittelschürze. Verwundert sehen sich die Ermittler an. Herr Fröhlich? Reparaturannahme nur nach telefonischer Absprache. Ja, also die wegen der wir da sind, die ist irreparabel. Fröhlich hebt den Blick. Im Vorraum tragen Riedel und Lena den Tisch zurück. Der schwarze runde Fleck am Boden kommt wieder zum Vorschein. Ah! Riedel hebt einen Finger, dann stellt er den Papierkorb auf den Fleck. Er ist zu klein. Das ist auch ein Schmarrn. Wie wär's mit dem Läufer? Was ist das? Ein Teppich. Lena lehnt an ihrer Schreibtischkante und sieht zu Riedel, der sein Handy zückt. Ja, ja, sieht. Auf Fröhlichs Terrasse. Das nimmt mich jetzt schon auch ein bisschen mit. Sie müssen wissen, die Frau Wilms war ja praktisch an den 2 Tagen in der Woche meine einzige Gesprächspartnerin. Hierher verirrt sich ja kaum ein Mensch und Mama redet nicht so viel. Wie ist die Kerstin denn? Wie ist sie denn umgekommen? Ja, die ist an einer Teevergiftung gestorben. Der Tee? Mama trinkt ihn immer um diese Zeit. Der ist jetzt bestimmt schon kalt. Entschuldigen Sie mich bitte. Er springt auf und eilt ums Haus. Hubert wirft Staller einen Seitenblick zu. Ja, Frau Fröhlich. Gell, da ist man nie einsam, wenn man immer so schöne Puppen um sich rum hat. Er nimmt eine mit grünem Kleid. Sie haben ja bestimmt eine Lieblingspuppe. Fröhlich mit Tablett. Mama mag keine Puppen. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Würden Sie Adelheid bitte wieder zurücklegen?
Sie ist noch nicht fertig. Unfertige Puppen mögen es nicht, wenn man sie anfasst. Es gibt ja Leute, die behaupten, sie wären an der Frau Wilms interessiert gewesen. Ja, und zwar nicht bloß am Bodenwischen. Wer sagt das? Die Sommer etwa. Die muss gerade reden. Die Kerstin hat mir brühwarm erzählt, dass die Frau Sommer sich mehr als regelmäßig den Garten bestellen lässt, während ihr Mann verzweifelt versucht, das Hausgeld fürs Anwesen am See aufzutreiben. Aha, hat sie Verhältnis mit ihrem Gärtner oder was? Von wegen Gärtner. Der Gärtner ist eine Gärtnerin. Verstehe jetzt nicht. Wie ist denn das mit der Familie Igelhaut? Gibt's da auch spezielle Informationen von der Frau Wilms? Nils Igelhaut ist ein furchtbarer Mensch. Geldgierig, aggressiv. Seine eigene Großtante hat ihm misstraut. Sie war übrigens leidenschaftliche Puppensammlerin. Also Marionetten? Nein, Porzellanpuppen. Sie war eine Gleichgesinnte. Sie liebte Puppen jeder Art. So wie ich. Ihre Werkstatt würde man wahnsinnig gerne mal sehen. Ja. In seinem Büro sitzt Andreas Sommer vor Girwitz. Das ist die letzte Fassung von Käthe Igelhauts Testament. Er reicht ihm ein Papier. Nils, du kannst dir sicher vorstellen, dass mir die Galle überläuft, wenn ich daran denke, dass ich dir deinen Pflichtteil geben muss. Das ist deutlich. Lesen Sie weiter. Ich habe daher alles verfügbare Bargeld abgeholt und es krisensicher angelegt. Du brauchst nicht danach zu suchen, du wirst es nicht finden. Viel Spaß mit den Schulden, die du mit deiner Misswirtschaft verursacht hast. Und sie hat ihm nicht als Schulden vererbt. Nur noch eine Truhe voll mit alten Porzellanpuppen. Die große Leidenschaft der alten Dame. Die sind sogar was wert, aber bei weitem nicht die Summe, die Nils Igelhaut zur Tilgung seiner Schulden benötigt. Und wie hoch ist der Betrag, den sie krisensicher angelegt hat? 350.000 Euro. 3 Wochen vor ihrem Tod hat sie den Betrag in einer Summe von ihrem Konto abgehoben. Pass mal. Und es kann nicht sein, dass sie Kerstin Wilms etwas von dem Geld gegeben hat? Das hat Nils Igelhaut auch vermutet. Gleich nach der Testamentsverlesung haben sich die beiden gestritten. Es ging um den Brief, den Kerstin Wilms geerbt hat. Brief? Handgeschrieben von Großtante Käthe. Und Sie wissen nicht, was drin steht? Das weiß nur Kerstin Wilms. In seiner Werkstatt, fröhlich mit Marionette? Das ist Pipo, der Clown. Wahnsinn, das ist ein richtiger Charakter. Das sind immer keine Clowns. Ihr Gesicht wäre ebenfalls eine vortreffliche Vorlage. Echt jetzt? Für einen Nussknacker, oder? Allein diese Nase. Darf ich mal? Aber seien Sie vorsichtig, Pipo ist verschroben. Manchmal sogar aggressiv. Hubert stößt an ein Regal. Hoppala. Eine Puppe fällt ihm in den Arm, eine zweite zu Boden. Oh, doch bloß ein Puppen. Dieses Exemplar stammt aus dem Jahr 1901. Sie ist ein Vermögen wert. Echt? Da würde ich witzen. Ich halte es für besser, wenn Sie jetzt gehen. Hubert reicht fröhlich die Porzellanpuppe. Staller legt Pipo weg. Im Streifenwagen. Ich hab einmal eine Puppe gekriegt, zur Erstkommunion, aber ohne so Fäden. Was war das für eine Puppe? Ein Prinz. Also ganz ehrlich, im Kasperltheater wärst du für mich der klassische Polizist. Ja, das Krokodil. Hallo? Lina, was ist denn schon wieder? Okay, also wir müssen zu den Igelhauts. Vor dem Gutshof sitzen Nils und seine Frau gegenüber von Girwitz und den Ermittlern auf einer Bank. Natürlich wollte ich wissen, was meine Großtante der Kerstin geschrieben hat. Hallo? Immerhin war das ganze Konto leergeräumt. 350.000 Euro. Psst. Einfach weg. Den Brief hat sie ihnen aber nicht gesagt, oder? Natürlich nicht. Ja, deswegen sind sie eingebrochen in die Wohnung, damit sie ihn vielleicht da lesen können. Mann, ich bin nirgendwo eingebrochen. Ja, das können sie nur 50 Mal behaupten. Aber wenn wir ihnen das nachweisen, dann sind sie nicht mehr dran wegen Mord. Ja, das ist doch eine Schamlosigkeit, da wo die Lösung des Falles quasi auf der Hand liegt. Was denn für eine Lösung des Falls? Ihr habt die Kerstin nicht umgebracht, schon gar nicht wegen diesem Brief. Fragen Sie mal lieber den schmierigen Anwalt danach. Mann, ist den Herrn Sommer. Die Kerstin hat meine Großtante noch zu Lebzeiten vor diesem Anwalt Sommer gewarnt. Sie wäre nicht die erste Mandantin, die er versucht hätte, über den Tisch zu ziehen. Wie soll ich das verstehen? Ja, was meine Zivi, der an das Anwesen am Starnberger See gekommen ist? Ey, hat jetzt zumindest die Kerstin behauptet. Ihre Puppensammlung möchte ich mal sehen. Die habe ich nicht mehr. Das tut mir leid. Die habe ich schon verkauft. An wen? Das geht sie gar nichts an. In Yassids Werkstatt hält Staller eine Puppe, Hubert einen Ventivix. Sie haben für echt lustig. Für wie viel verkaufst du die?
Muss ich erst von einem Experten schätzen lassen. Kann es sein, dass die Igelhaut hier die Puppen aus Versehen verkauft hat? Hat ihr Mann auch behauptet, wegen mir kann er es nach der Schätzung zum Sammlerpreis zurückkaufen. Sagen Sie mir, wo ist denn eigentlich der Gürbitz? Ah, der hat schon am Feierabend. Und ihr macht's kein Feierabend? Doch, wir gehen jetzt auf ein Bier, gehst mit? Nein, ich trinke zurzeit keinen Alkohol. Echt? Yazid nickt. Auf Knien rollt er im Vorraum einen roten Teppich über dem Fleck aus. So, das schaut doch schon ganz gut aus. Ja, aber der rutscht doch brutal hin und her. Er tackert den Teppich fest. Riedel, du bist so ein Depp, du machst deinem Gürbitz den ganzen Boden kaputt. Im Licht der tiefstehenden Sonne traben Pferde über eine Wiese oberhalb des Starnberger Sees. Im Vorraum betrachtet Lena Bilder auf Wilms Handy. Riedel kniet auf dem Teppich. Gürwitz stürmt ins Revier. Ich bin stinksauer! Was hab ich dabei gedacht? Lena entdeckt ein Foto von Wilms und dem Chef. Riedel. Hä? Sie zeigt es ihm. Ja. Wo sind Huber, du Staller? Und ich dachte, das Revier ist auf Vordermann gebracht worden, ne? Ja, weiter hat's die Frau Wilms leider nicht geschafft. Das Büro sieht immer noch aus wie ein Saustall. Was machen Sie eigentlich da unten? Ja, also ich habe mir gedacht, für so ein Fotoshooting wäre ein roter Teppich ganz gut. Ja, hat was von Gala. Aber die Riedel, falsche Richtung. Nicht? Falsche. Ja, ja. Und danach nehmen sie sich einen Eimer und eine Schaufel und machen da drüben mal sauber. Mhm. Wo stecken die beiden eigentlich? Aber ich glaube bei der Hansen. Staller sollte mich heute Morgen zum Dienst abholen. Ist nicht gekommen. Nein. Ich will die sofort sprechen. Können Sie anrufen? Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Ja. Sofort. Herr Gürwitz? Sie nimmt Papiere und eilt dem Chef in sein Büro hinterher. Ja. Ich habe mit der Anwaltskammer gesprochen. Andreas Sommer hat tatsächlich vor 3 Jahren ein Haus am Starnberger See von einer seiner Mandantinnen überschrieben bekommen. Aber das wurde überprüft und angeblich ist alles rechtens. Na, müssen wir dem Herrn wohl einen Besuch abstatten, was? Er setzt sich. Freund Winter? Fällt Ihnen was auf? Vielleicht ein bisschen tief? Ist das überhaupt mein Stuhl? Ich meine, ich kann den gar nicht verstellen. Hat den jemand kaputt gemacht? Da bin ich jetzt überfragt. Also. Bei Hansen. Siehst du, ihr riecht doch sowas. Oh Gott. Er zeigt das Foto von Wilms und Gürwitz. Oh, seid mal bitte nicht böse, ich meine, der Gürwitz. Das ist jetzt nicht gerade der Typ, Mann, wo du als Frau sagst, da laufen meine Hormone amok. Barbara. So eine Putzfrau, die geht ja nicht nach dem Äußeren. Sondern nach Sauberkeit, oder was? Macht und Einfluss. Gib was die für ein Einfluss. Die hat ja nicht mehr Einfluss auf euch zwei. Ist auf jeden Fall ein Motiv. Wenn die jetzt einen Verehrer gehabt hat, ja, einen heimlichen wie den Fröhlich. Ja, dann hätte er nicht sie, sondern einen Gürwitz umgebracht. Vielleicht waren ja die Teebeutel im Revier für einen Gürwitz. Der Gürwitz trinkt doch gar keinen Tee. Stimmt, nie. Entschuldigung. Hallo, Bäckerei Rattlingham. Hans und grüß Gott. Ach, Frau Gürwitz. Grüß Sie. Ja, selbstverständlich. Warten Sie, das schreibe ich mal kurz auf. Übrigens geht's Ihnen schon wieder besser. Ja, weil Sie doch krank waren. Hubert winkt Hansen. Ach so. Ja, dann habe ich da wahrscheinlich irgendwas missverstanden. Vor dem Revier, Gürwitz und die Ermittler. Hubert Staller, ich sag's jetzt ein für alle Mal. Ich möchte, dass Sie meinen Anweisungen Folge leisten. Wenn ich sage, warte, dann warten Sie. Wenn Sie bitte mich zum Dienst abholen, heißt das nicht Kaffee trinken bei der Hansen. Ah, lieber direkt am See mit weiblicher Begleitung. Was ich privat mache, geht's überhaupt nichts an. Ah, höchstens die Frau Gürwitz. Ich warne Sie, Staller. Ich warne Sie. Sag doch du einmal was. Na, dein Grab, das kannst du selber schaufeln. Er öffnet die Fondtür. Warum muss ich eigentlich immer hinten sitzen? Die Queen sitzt da immer hinten, bitte. Die Ermittler und ihr Chef sitzen mit Lotte und Andreas Sommer auf deren Terrasse am Frühstückstisch. Auch ein Käffchen, Herr Polizeirat. Danke, nein. Ich frage mich ja schon, warum wir uns so schnell wiedersehen. Ja, Herr Dr. Sommer, es gibt halt da einen gewissen Verdacht. Wie wir wissen, war Frau Wilms sehr redselig, nicht? Wenn sie was über einen Kunden rausgefunden hat und der hatte Angst, dass sie plaudert. Ja. Was hätte denn das sein sollen? Ein Anwalt zum Beispiel, der seine kranke Mandantin dazu bringt, ihm Bargeld zu geben. Und ihre Gärtnerin, die hat anscheinend auch nicht bloß die Blümchen lieb. Lotte streicht sich durchs Haar. Schatz, ich glaube, ich habe den Süßstoff vergessen, wenn du mal so freundlich bist. Ja, bin gleich wieder da. Sie legt ihre Serviette weg und geht ins Haus. Können Sie behaupten, dass Sie eine Mandantin genötigt hätte, mir Geld zu geben? Ja, Mann, den Kasten da, den haben Sie auch gekriegt. Was haben Sie da Fixkosten? Das geht Sie gar nichts an. Und wieso lassen Sie dann Ihre Frau einen Süßstoff holen? Weil meine Frau unter der Verleumdung, das Anwesen nicht rechtmäßig erworben zu haben, immer noch sehr zu leiden hat.
Ich möchte nicht, dass sie sich noch einmal Sorgen machen muss. Muss ja melden, wenn alles rechtskräftig ist. Und ein Blick in die Akte Igelhaut und wir können alle Verdachtsmomente ausräumen. Nicht ohne Durchsuchungsbeschluss. Andi, ich habe den Zündstoff nicht gefunden. Ja. Lotte nimmt eine bauchige weiße Kanne, schenkt sich ein und sieht zu Girwitz. Noch Kaffee? Sie tritt ihn. Kaffee, ja. Ja, ich nehm dann einen rein. Ja, machst du das bitte, Schatz? Ja, natürlich, Liebes. Sie auch noch einen? Nein, ich weiß nicht mehr, was sonst noch was passiert. Andreas verschwindet im Haus. Sagen Sie, wollen Sie unbedingt meine Ehe zerstören? Wieso? Das machen Sie doch selber. Meine Liebschaft mit der Gärtnerin. Hören Sie, wenn mein Mann das erfährt, dass ich mit einer Frau, davon erholt er sich nicht mehr. Das ist fast schon Mordmotiv. Sind Sie wahnsinnig? Ich hab das doch gar nicht gewusst, dass die Kerstin das von mir und der Liesel gewusst hat. Aber die Adresse von der Liesel, die kennen Sie schon, nicht? Ja, aber die ist nicht zu Hause. Die macht gerade Urlaub auf Ibiza. Ja, das soll ja momentan ganz schlechtes Wetter sein. Sind Sie wahrscheinlich deswegen nicht mitgefahren, ne? Glauben Sie, ich mache Urlaub mit meiner Gärtnerin. So, wer möchte jetzt noch Kaffee? Ich nicht. Danke, nein. Der Chef und die Ermittler kommen aus dem Haus der Sommers. Nee, mit der Gärtnerin in Urlaub, die spinnt doch. Ja, sie lügt, er lügt. Wahrscheinlich vernichtet er gerade Beweismaterial. Aber so schnell kriege ich jetzt keinen Durchsuchungsbeschluss. Doch wurscht, dann machen wir es halt wie sonst auch. Was soll das heißen, wie sonst auch? Einsteigen. Ja. An einer großen, zweiflügeligen Holztür hängt ein messingfarbenes Schild. Darauf steht Anwaltskanzlei Andreas Sommer. Lena, sie trägt ihr lockiges Haar offen und ist in Zivil, geht hinein. Der Streifenwagen hält vor der Kanzlei neben einem schwarzen Kombi. Girwitz, Hubert und Staller steigen aus. Im Flur der Kanzlei sitzt Lena neben Andreas. Vielen Dank, Herr Sommer, dass es so kurzfristig geklappt hat. Ich gebe zu, Frau Winter, dass Ihr Name mit ein Grund war, Sie dazwischen zu schieben. Wissen Sie was? Mein Onkologe heißt Herbst. Onkologe? Ja, das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich habe einen Hirntumor und muss langsam über mein Testament nachdenken. Das ist ja tragisch. Hubert am Kombi. Ja, wenn keine Spur vom Vandalismus zu sehen ist, merkt er doch sofort, dass wir ihn hochnehmen. Holt mit dem Fuß aus. Hubert! Sie können euch den außen... Also... Naja, ich habe noch Glück. Bis jetzt drückt er nur auf die Region im Hirn, die für die Feinmotorik zuständig ist. Aber lassen wir uns über das Testament sprechen. Oh. Sie verschüttet Wasser. Das ist immer das Gleiche. Eine mit Brille. Herr Sommer. Ja? Die Polizei hat gerade angerufen. Ein Unbekannter hat sich an ihrem Auto vergangen. Nein. Er sieht zu Lena. Können Sie mich bitte entschuldigen? Ja, sicher. Andreas eilt hinaus. Draußen kommt er zum Kombi. Hubert kickt gegen ein Stück des Außenspiegels am Boden. Andreas hebt die Arme. Lena betritt Andreas' Büro und öffnet ein Sideboard. Draußen am Kombi. Sagen Sie, eine Personenbeschreibung des Täters haben Sie nicht zufällig? Ja, doch. Von der Statur her ungefähr so wie er. Alter sehr schwer zu schätzen. Gut aussehend, intelligent hat er ausgeschaut. Im Büro durchsucht Lena einen Hängeregisterschrank. Die mit Brille kommt. Was machen Sie denn da? Lena zieht eine Akte heraus. Ich finde allein was, danke. Bleiben Sie stehen! Draußen reicht sie Girwitz die Akte. Frau Winter! Ich glaube, mehr brauchen wir nicht, oder? Nein. Mehr brauchen wir nicht. Sehr gut, Frau Winter. Sehr, sehr gut. Im Verhörraum sitzt Andreas vor dem Chef und den Ermittlern. Wie kommen Sie eigentlich zu dem Brief an Kerstin Wilms? Ich habe eine Kopie gemacht. Als ich mitbekommen habe, dass Kate Igelhauts Privatvermögen aus der Erbmasse verschwunden ist, da habe ich den Brief an Kerstin Wilms geöffnet. Was lange wird, auf ewig wertvoll ist. Was hat die Erbtante Igelhaut wohl damit gemeint? Das weiß ich eben nicht. Ich nahm an, das sei ein Hinweis auf das verschwundene Geld. Und das hier? Ein Geldbündel. Ist ja wohl nicht der Rest von den 350.000. Also erzählen Sie uns lieber, wo Sie es her haben. Als meine Frau mir von Kerstins Ermordung erzählt hat, da dachte ich, ich schaue mich mal in ihrer Wohnung um. Da war aber nichts. Nichts. Außer die 3.000 Euro. Ja, da haben sie gedacht, die blöde Putzfrau, die braucht ja das sowieso nicht mehr. Da nehme ich es gleich mit. So was nennt man Diebstahl. Einbruchsdiebstahl mit Sachbeschädigung.
Vor dem Gutshof liest Nils den Brief. Daneben seine Frau, der Chef und die Ermittler. Was lange währt und ewig wertvoll ist. Woher soll ich wissen, was das heißt? Warum ist es überhaupt her? Von Herrn Sommer. Wusste ich's doch. Die alte Drecksau. Dann hat der jetzt das Geld. Nein, der hat's nicht. Aber irgendwo muss der sein. Ja, ich hab's auch nicht. Und wenn ich's hätte, dann wäre der alte Kasten endlich aus den roten Zahlen. Sie halten sich zu unserer Verfügung. Selbst wenn Sie einen Ausflug zum Starnberger See machen, melden Sie sich ab. Klar? Ja, ja. Wer ist das dann? Den Brief hätten wir gern wieder zurück. Ah. Er zieht ihn aus der Gesäßtasche und reicht ihn Hubert. Danke. Die Polizisten gehen. Wiederschauen. In seiner Werkstatt blickt Yazid auf ein Fläschchen und sein Handy. Ich mache alles, der Yazid selber. Ja, servus, Frau Igelhardt. Ja, die Puppen sind noch da und ich weiß auch schon, was sie wert sind. In einer halben Stunde. Ja, das müsste ich schaffen. Ich muss vorher noch aufs Revier, aber das geht. Alles klar, bis dahin. Wiederhören. Das Fläschchen trägt einen toten Kopf und die Aufschrift Spezialreiniger. Auf einer Brücke stehen Girwitz, Hubert und Staller. Staller späht durch ein Fernglas auf eine Scheune. Davor parkt ein grüner Geländewagen. Jetzt stehen wir schon eine Stunde und nichts passiert. Nur die Ruhe, Staller. Der Igelhardt hat versucht, den Brief zu klauen, also weiß er, was damit anzufangen. Also ich tippe immer noch auf die Lotte Sommer. Übrigens, in Dortmund hatten wir seinerzeit fast die gleiche Situation. Da haben wir 4 Tage einen Verdächtigen observiert. Ja? Im Winter. Ohne Toilette, ohne Kaffee. Grauenhafter Winter, grauenhaft. Und in dem Wagen hat's gerochen, du Lieber. Oh, war das nicht die Igelhardt? Es gibt einen Gott. Sie fährt im Geländewagen vom Hof. Staller, wir nehmen die Verfolgung auf. Hubert, Sie bleiben hier. Können Sie den Rest der Geschichte von Staller erzählen lassen? Ich bin schon sehr gespannt, wie es ausgeht. Ja. Jetzt mal auf Bord. Hubert joggt langsam die Brücke entlang. Dann biegt er rechts ins Gebüsch ab und stolpert über Laub eine steile Böschung herab. Im Café Seeblick. Girwitz folgt Staller auf die Terrasse, auf der Frau Igelhardt sitzt. Dann habe ich die Waffe auf Sie gerichtet. Und wissen Sie, was ich dann gesagt habe? Psst. Nein, Hände hoch. Jetzt hat es uns entdeckt. Ha? Oh, blöd. Hubert klettert auf die Ladefläche eines dunkelgrünen VW-Pritschenwagens und legt sich hin. Nils in olivgrünem Parker kommt mit Brecheisen und großem Küchenmesser in den Händen zum Auto. Er steigt in die Fahrerkabine. Dann legt er das Brecheisen beiseite und das Messer hinter die Windschutzscheibe. Kurz sieht Hubert durch die Heckscheibe zu Nils. Auf der Seeblick-Terrasse schaut Frau Igelhardt, sie trägt eine kurze Strickjacke mit Zopfmuster, zu Girwitz und Staller. Darf ich fragen, was Sie hier machen, meine Herren? Spionieren Sie mir nach, oder was? Na ja, manchmal gehört das zum Job. Wenn Sie uns vielleicht verraten würden, mit wem Sie hier verabredet sind? Mit dem Herrn Yazid. Yazid? Ja, und? Wo ist der? Ja, der ist noch nicht da. Ich weiß gar nicht, warum Sie so erstaunt tun. Der wollte doch vorher eh bei Ihnen im Revier vorbeischauen. In meinem Revier? Wieso? Woher sollen ich das wissen? Ess mir vielleicht dabei ein Stück Kuchen. Er deutet auf einen Stuhl. Na. Der Pritschenwagen parkt vor Yazids Werkstatt. Nils steigt aus. Mit Brecheisen und Messer geht er zum Rolltor. Hubert beobachtet ihn von der Pritsche aus. Er springt von der Ladefläche, geht in die Hocke und dann langsam zum Rolltor, das einen halben Meter hochgeschoben ist. Im Liegestütz lugt Hubert in die dunkle Werkstatt herein. Schnell steht er auf und öffnet vorsichtig die Tür links vom Rolltor. Neben dem Sofa hockend, hantiert Nils an etwas. Hubert geht an Regalen vorbei und hält inne. Das Licht geht an. Nils hält das Messer und eine aufgeschlitzte Puppe. Zu unserem Blindern. Im Vorraum hält Girwitz eine Ecke des Teppichs hoch und blickt auf den Fleck. Den ganzen Boden versaut und damit so ein Billigteppich abgedeckt. Sind Sie noch ganz dicht, Riedel? Er zeigt auf Lena. Und dass Sie dabei mitgemacht haben vorhin Winter, erschüttert mich schwer. Wussten Sie davon? Ja, ich sehe das erste Mal. Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Mein Reinigungsfachmann hat das Problem schon so gut wie gelöst. Aha.
Ich wollte es gerade anwenden. Ja, dann mal los. Ja, das Problem ist nur, das ist auf Salzsäurebasis. Da müssen wir aufpassen. Ja, gut, gut, gut. Das soll Riedel machen, nicht? Und jetzt ab zum Feuer. Ich? Ja. Der Chef deutet zum Fleck. Und Vorsicht! Riedel hält das Fläschchen. Im Verhörraum sitzt Yazid zwischen den Igelhauts vor den Ermittlern. Ich habe die Truhe mit den Puppen an den Herrn Yazid verkauft. Yazid. Um wenigstens ein bisschen Geld aus der Zwangsräumung zu holen. Der Nils ist dann total ausgerastet. Er hat gesagt, ich hätte die Puppen nicht verkaufen dürfen. Warum? Weil er gedacht hat, das Geld ist in einen von den Puppen versteckt. Erst hat die Großtante das Konto leer gerammt und dann hat's dem Marionettenheinz befohlen, das Füllmaterial auszutauschen. Da habe ich eins und eins zusammengezählt. Ich habe festgeglaubt, der Fröhlich hat das Geld in die Puppen genäht. Das heißt, Sie haben sie mit mir nur getroffen, um Ihrem Mann die Möglichkeit zu geben, diese Puppen aufzuschlitzen? Ja, was haben jetzt Sie gedacht? Was lange wert auf ewig wertvoll ist, deswegen ist er zu mir Sie. Ja, ich weiß nicht, was das heißt. Ich verstehe das nicht. Keiner weiß, was dieser dämliche Spruch zu bedeuten hat. In seinem Büro setzt Gerwitz sich auf den Stuhl. Die Lene sackt nach hinten. Das ist. War der Stuhl nicht auch kaputt, Robert? Na, nix. Telefon. Gewitz! Das ist jetzt aber ganz schlecht, Schatz. Was? Nein, das Handy habe ich zu Hause vergessen. Wohin soll ich gehen? Was hat die Hansen gesagt? Haben Sie der Hansen erzählt, ich hätte Verhältnis mit meiner Putzfrau? Ich? Nein, überhaupt nicht. Die hat halt zufällig das Foto gesehen. Was für ein Foto? Staller nimmt sein Handy, tippt darauf und zeigt dem Chef das Foto von ihm und Wilms. Aber da habe ich doch nur den Arbeitsvertrag unterschrieben. Er deutet aufs Display. Moment, stopp. Hubert runzelt die Stirn. Die Puppen, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Auf dem Foto sitzt hinter Gerwitz und Wilms die Porzellanpuppe. In Yazids Werkstatt durchwühlen die Ermittler die Truhe mit den Puppen. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss er das sein. Sie, das sind doch viel zu viele Puppen. Ja, die hat aber so ein blödes Gesicht gehabt. Die schauen doch alle gleich aus. Die hat ein besonders blödes Gesicht gehabt. So, die Sucherei könnt ihr euch sparen. Mein Experte sagt, die Puppe ist bei einer Auktion vor 6 Wochen für 340.000 Euro an einen gewissen Herrn Justus Fröhlich gegangen. Ah, da hab ich's gesehen. In der Werkstatt. Und vor 3 Tagen hat bei meinem Experten eine gewisse Frau Wilms angerufen und die wollte wissen, wie viel die Puppe wert ist. 340.000 für so eine kleine Puppe. Im Dienstzimmer stehen die Ermittler am Flipchart, Gerwitz an Huberts Tisch. Tut mir leid, aber ich versteh's nicht. Stellen Sie doch einfach vor, der Hans ist die Großtante Käthe. Ja, die beauftragte Marionettenheinz, dass er eine teure Puppen ersteigert für 340.000 Euro. Diese Puppe schenkt sie dann der Kerstin. Jetzt kommst du. Ja, weil ich nämlich der Putzfrau lieber mein Vermögen vererbe als meinem missratenen Großneffen. So, dann stirbt der Hansi, respektive die Großtante Käthe. Und jetzt will sich der Marionettenheinz die Puppen natürlich wieder zurückholen, weil er weiß, was die wert ist. Für 3.000 Euro von der Kerstin. Inzwischen weiß die aber, dass die Puppe viel wertvoller ist, weil sie das Testament gelesen hat. Von der toten Großtante Käthe. Was lange wert, auf ewig wertvoll ist. Richtig. Ja, deswegen vergiftet der Marionettenheinz die Putzfrau. Ja, mit dem Tee. Damit er die Puppe wieder zurückkriegt. Der Chef hat die Hände in die Hosentaschen gesteckt. Und das finden Sie logisch? Ja, mei. Logisch, Verbrechen ist eigentlich nie so logisch. Lena kommt an den Tresen. Gute Nachricht, der Fleck ist weg. Schlechte Nachricht, der Stadtkurier hat das Fotoshooting abgesagt. Abgesagt? Ja, durch die Leiche im Revier wäre die Unbeschwertheit der Berichterstattung nicht mehr gegeben. Der Polizeirat setzt sich. Und dafür der ganze. Kurz federt er mit dem Stuhl auf und ab. Nimm mal. Ist das mein Stuhl? Bitte. Das ist doch mein Stuhl! Sie haben mich die ganze Zeit im Stuhl von der Toten sitzen lassen! Hubert zuckt mit den Schultern. Staller nimmt seine Jacke und geht. Hubert sieht sich um, holt seine Jacke vom Tresen und folgt Lena in den Gang. Der Streifenwagen fährt zügig an einer Wiese und Sträuchern vorbei. Hinter einem Fenster taucht Fröhlich auf und späht nach draußen. Sein Blick fällt auf den Hof, der von einer Scheune begrenzt wird. Der Streifenwagen kommt herangefahren und hält im Hof. Fröhlich versteckt sich. Die Polizisten steigen aus und betreten Fröhlichs Hausflur. Staller hat die Waffe gezückt. Der Flur ist gesäumt von Marionetten. Mit offenem Mund späht Staller in ein Zimmer und geht weiter.
Hubert folgt ihm. Durch einen Plastikvorhang kommen die Ermittler in Fröhlichs Werkstatt. Staller steckt die Pistole ins Holster und sieht sich um. Am Regal bückt sich Hubert zu einem Karton und nimmt die Porzellanpuppe heraus. Staller entdeckt neben einer Ständerbohrmaschine ein Papier, das er auseinanderfaltet. Ich hab's gewusst. Hans, da ist die Puppe. Und ich hab den Brief da im Original. Mit Pistole kommt Pippo durch den Vorhang. Vorsicht, hupsi, der Pippo. Hallo, kleiner Pippo. Legen Sie die Puppe zurück. Na, Pippo, das geht nicht. Die Puppe, die muss mit aufs Revier. Vorsicht, hupsi, der ist bewaffnet. Ja, ich hab schon wahnsinnige Angst vor dem Pippo. Legen Sie die Puppe zurück. Hubert geht in die Knie. Sag mal, kleiner Pippo. Wann hast du denn der Frau Wilms die vergifteten Teebeutel untergeschoben, hä? Ich wollte sie nur zur Vernunft bringen. Gestern früh bin ich bei ihr gewesen. Aber die 3000 Euro für die Puppe reichten ihr auf einmal nicht mehr. 150.000 wollte sie haben. Wo hätte ich die denn hernehmen sollen? Und warum hat die Tante Igelhaut der Putzfrau nicht einfach das ganze Geld gegeben? Weil die Kerstin niemals so viel Geld angenommen hätte. Auch mit Pistole tritt Fröhlich durch den Vorhang und richtet sie auf Hubert. Die Puppe rüber und dann da. Hubert legt die Puppe ab. Um Gottes Willen, Herr Fröhlich, was macht denn jetzt Ihre Mama ganz allein? Mama ist in einem Pflegeheim viel besser aufgehoben. Eine Schere durchtrennt Pipos Fäden. Pipo? Er bückt sich zum Klauen. Aber das... Pipo! Fröhlichs Mutter hält die Schere. Mama? Seit er 5 war. Nur Puppen, Puppen,